Ihr habt auch gerne viele Schmetterlinge bei euch im Garten? Dann möchte ich euch einige Tipps geben, wie ihr noch mehr Schmetterlinge bei euch in den Garten lockt, um euch daran zu erfreuen. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt unbedingt dran, denn direkt nach dem Intro werde ich euch erklären, wie dies funktioniert. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Gartentipp auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt TTKW. Mein Name ist Zusch Vinzenz und ich möchte euch in diesem Video erklären, wie ihr viele Schmetterlinge bei euch in den Garten locken könnt. Das könnt ihr zu einem mit einem sogenannten Schmetterlingsstrauch, ein Sommerflieder, tun. Ihr seht, hier sitzen schon die Hummeln dran, überall, denn die Blüten vom Schmetterlingsstrauch, ja, das ist nichts für die Bienen, denn da muss man mit einem langen Rüssel rein, um den Nektar rauszuholen, und das können halt nur Schmetterlinge bzw. Hummeln. Und daher erfreuen sich an so einem Schmetterlingsstrauch immer die Hummeln und die Schmetterlinge. Ich habe mittlerweile mehrere von diesen Sträuchern im Garten stehen. Ihr seht, hier sind überall Hummeln. Und ziehe noch weitere Schmetterlingssträucher an. Ich habe euch hier oben mal ein Video verlinkt, wo ihr sehen könnt, wie dies funktioniert. So, und des Weiteren könnt ihr die Schmetterlinge auch noch mit Früchten anlocken. Und zwar braucht ihr dazu Zitrusfrüchte. Das heißt, zum einen Kiwi, Orange, Ananas und so weiter. Und jetzt werden wir mal einen Teller machen, um diese Schmetterlinge bei uns anzulocken. Kommt mit! Nun bereiten wir mal einen solchen Teller für die Schmetterlinge vor. Und zwar alles, was wir dafür brauchen, sind Zitrusfrüchte. Also Orangen, Kiwi, Ananas und so weiter. Das heißt, wir zerschneiden die Zitrusfrüchte, legen diese auf einen Teller und locken somit die Schmetterlinge ja regelrecht an. Denn diese werden durch den Geruch angelockt. So, eine Kiwi habe ich leider jetzt nicht da, aber das reicht erstmal, um die Schmetterlinge anzulocken. Alleine schon der Duft ist sehr verlockend für die Schmetterlinge. Diesen Teller stellen wir auf einen Tisch, sodass andere Tiere, wie zum Beispiel die Hunde, nicht drankommen, denn ansonsten fressen die die Köstlichkeiten für die Schmetterlinge weg. Achtet darauf, dass ihr es ein wenig in ein schattiges Plätzchen stellt, damit die Sonne die Früchte nicht so schnell austrocknet. Wenn ihr vielleicht noch weitere Tipps habt, wie man Schmetterlinge anlocken kann, schreibt dies unten in den Kommentaren. Wenn ihr Fragen dazu habt, ebenso unten in den Kommentaren. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, damit wir uns auch in meinem nächsten Video bereits wiedersehen. Abonniert auch gerne meinen Instagram-Account, da erfahrt ihr immer schon vorab die nächsten News, welche Produkte erscheinen werden, welche Tipps, Tricks erscheinen werden und einige private Informationen auch über mich. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, euer Zusch Vinzenz. Und nun legt euch wieder hin und genießt eure Schmetterlinge.
nur das Nötigste hinein. Vielleicht kannst du dich nächstes Mal ein bisschen detaillierter ausdrücken, Highlander. So, aber gehen wir nun zum Video zurück.